Die Apple-Brille, also die Vision Pro, ist bei uns im Haus und ich habe sie direkt mal einigen Kollegen zum Ausprobieren gegeben. Ich möchte dich nicht streicheln. Nein, ich will dich nicht streicheln. Ja, die Auflösung ist natürlich schon gigantisch. Naja, für 4000 Euro möchte man ja auch was erwarten, ne? Und jetzt, genau, du fährst es nicht, noch nicht richtig an. Nee, genau, das ist eigentlich nur sozusagen das Polster. Und das musst du anfassen. Und okay, dann, hier ist so ein Drehdings da. Genau. Ja, ja. Also es ist nicht wie so eine Brille, die auf der Nase sitzt. Nee, ich merke schon. Sitzt sozusagen vor den Augen. Es ist ein recht angenehmes Gefühl zu tragen. Auch wenn es am Anfang bei der Einrichtung vielleicht erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Ich finde sie sehr schwer. Aber sie saß sehr schwer auf meinem Gesicht. Deswegen würde ich sie nicht als bequem bezeichnen. Achso, okay, weil du hast keine Karottenstreifen, anders als sie. Habe ich nicht? Nee. Es fühlt sich aber so an. Okay. Ja, also die saß eigentlich relativ bequem. Ja. Keine größeren Probleme, nein. Okay. Starke Nackenmuskulatur. Also ich fand sie zu schwer, um sie 90 Minuten für einen Spielfilm auf dem Kopf zu haben. Mein erstes Fazit, also ich bin alt genug, dass ich sie so tragen darf. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein Vorteil, wenn man keine Brille oder keinen speziellen angepassten Gläser tragen muss. Ich habe die Brille, das war das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert hat, ich habe die Brille halt aufgesetzt, so wie ich sie aufsetzen würde, also als Taucher- oder Skibrille oder so. Und das war der Brille zu niedrig. Also ich musste dann die Brille wieder so ein Stück hochschieben. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich würde die Brille quasi so tragen. Einrichtung der Hände abgeschlossen. Und genau. Ich habe meine Hände eingerichtet. Er muss die Hände erkennen. Jetzt Kreis guckst auswählen. Du erst mal auf einen Punkt und dann machst du diese Klammerbewegung. Dann muss ich auf den Punkt gehen, also so. Ja, du gehst auf den Punkt nicht mit der Hand, sondern die Hand kann im Prinzip hier, kannst du auch hier lassen. Woran erkennt die Kamera, dass ich diese Fingerbewegung mache? Wenn ich das, kann ich das auch hinterm Kopf machen, oder? Hinterm Kopf glaube ich nicht. Also hier sind 6 oder 4 Kameras außen. Ah. Und innen sind auch nochmal 6 oder 4. Also, noch einmal? Ja, noch einmal. Genau. Jetzt sehe ich wieder das beste Antivirenprogramm. Ja, das ist die letzte Seite, die ich da aufrufe. Jetzt kannst du mal lernen, wie man so ein Fenster, du guckst das mal an, und da erscheint unter dem Fenster so ein weißer Strich. Wenn du den anguckst, genau, den Strich, dann kannst du den mit der Kneifzange, als würdest du eine Serviette festhalten und kannst ihn nach rechts bewegen, kannst auch deinen Arm so in die Ferne schieben, dann schiebst du das Fenster sozusagen Richtung Tür oder zu dir, dann ist es direkt vor deiner Nase. Du kannst jetzt... Das kann ich dann... Kannst jetzt so links und rechts drüber wischen, ne? Also so blättern. Also so. Ja, genau. Huch, was? Nicht meiner Frau sagen, dass ich sie hier vorzeige. Wir haben ja. Achso, das war wahrscheinlich das. Also die Bedienung ist halt relativ einfach, wenn man den Dreh einmal raus hat. Drück nochmal auf diese Taste einmal kurz, auf der du auf der Brille rechts oben, auf die du am Anfang immer gedrückt hast. Genau. So, jetzt siehst du alle Apps, glaube ich. Gut, jetzt kannst du mal links neben diesen ganzen App-Icons, ist so grau. Genau, da kannst du mal nach unten gucken auf Umgebung. Ja. Genau, da guck mal rauf und schnipp. So, jetzt hast du verschiedene Umgebungen. Jetzt kannst du dir mal ein anderes Bild aussuchen, wenn du möchtest. Genau, jetzt bist du in so einem Strand. Und wenn du jetzt sagst, na, mir ist es aber lieber, wenn ich jetzt die echte Welt sehe, dann drehst du mal an dieser Taste, das ist wie so eine Uhrkrone. Genau so, ja, aber genau so. Nichts. In die eine Richtung. Ach so. Und in die. Und dann kannst du einstellen, wie stark die Umgebung, wie stark die echte Welt sozusagen durchscheint. Also, ich finde es ein super spannendes Bedienkonzept. Man muss sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, wirklich auf die Sachen, die man auch bedienen möchte, ob das jetzt die Apps sind oder die Bedienelemente innerhalb der Apps, dann wirklich aktiv da drauf zu schauen. Aber wenn man das dann rausgefunden hat, dann ist das wirklich sehr intuitiv und sehr einfach. Wenn du deine Hand ausstreckst und du Glück hast,
Oh, er kommt auf mich zu. Dann kommt er auf dich zu, also musst du schon ein bisschen vorsichtig sein. Man glaubt ja tatsächlich, ihn zu spüren fast. Ich hätte gedacht, dass meine Altersweitsichtigkeit... Oh ja, du kannst dich frei bewegen, ja von wegen hier. Muss ich erstmal hier. Ach so, du kannst Gerät. Das Ladegerät auch abziehen. Muss ich erstmal hier Gerät einstecken. Hm? Also frei bewegen meint, glaube ich, eher so einen Meter nach vorne. Ja, keine Sorge. Und gleich musst du es auch erstmal starten. So, ja. Starten. Oh, das ist aber steinig hier. Oh. Ja, jetzt muss ich wirklich aufpassen, weil jetzt sehe ich ja nicht mehr, was hier ist. Oh, mit Blitz, gut. Oh, schon coole Auflösung. Oh, da ist was. Ja, da ist der Schmetterling. Ja, die Auflösung ist natürlich schon gigantisch. Naja, für 4000 Euro möchte man ja auch was erwarten, ne? Naja, gut. Da ist wieder der Tisch, der schimmert dann übrigens leicht durch, ne, wenn man dicht dran geht. Mhm. Oh nein, abgestürzt. Ups, und da ist auch wieder irgendein Objekt, dann geht das Bild weg. Oh Gott. Oh, ich wusste gar nicht, dass ein T-Rex so rot ist. Ich glaube, es ist kein T-Rex. Ja, sieht aber sehr, ne? Nicht bewegen. Der Bildeindruck ist wirklich imposant, kann man nicht anders sagen. Und das, was man damit sozusagen visuell erleben kann, ist auch imposant. Also bei den Hintergrundbildern und auch bei diesem Demo-Modus, was die Dinosaurier-Geschichte angeht, hat man schon gesehen, dass das geht noch schärfer. Also eine gewisse Unschärfe ist da schon noch drin, aber ich sag mal, ich habe andere Brillen auch schon mal ausprobiert, die waren deutlich unschärfer. Wir haben hier ja einen Raum, wo jede Menge Sachen rumstehen, fürs Licht zum Beispiel. Ne? Und ich bin dann ja halt bei den Dinosauriern, als ich mir den Film angeguckt habe, hier auch durch den Raum gelaufen. Da blendet er ja erstmal die Umgebung aus, aber wenn man dann halt näher an Objekte kommt, dann werden diese erst sanft eingeblendet. Und zum einen und zum anderen gibt es halt irgendwann auch mal so eine Warnmeldung, du bist zu nah dran. Und das finde ich halt super, weil das ist sonst immer so ein Ding, wenn man so eine Brille trägt, man schließt sich ja von der Umgebung aus. Da ist man halt auch schnell mal ein bisschen ängstlich, so nach dem Motto, es ist so wie mit einer Augenbinde durch die Gegend laufen. Ja, das muss ich sagen, finde ich auch super. Also tatsächlich, ich hatte sie zu Hause mal länger auf. Also ich wäre jetzt nicht die Kellertreppe oder die Dachgeschosstreppe da runtergegangen mit Brille. Aber ich konnte schon zum Beispiel mein Bett machen damit oder irgendwie was mal holen, vom Schreibtisch holen. Das fühlte sich jetzt nicht völlig verrückt an, das zu tun. Also beim Treppe hochlaufen hätte ich jetzt nicht so große Bedenken. Aber nach unten. Aber nach unten, ja, das würde ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen trainieren, bevor ich mich das dauerhaft traue. Ja. Wie ist denn jetzt so dein Gesamteindruck, auch wenn es jetzt nur ein erster Wurf war? Ist eine schöne Spielerei, also sicherlich für Reisen im Flugzeug, im Zug oder für zu Hause auch mal zum Entspannen, sicherlich ganz praktisch. Für die Nutzung in der Öffentlichkeit würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Wenn man aus welchem Grund auch immer keinen Fernseher nutzen möchte, dann kann man das sicherlich machen. Ich glaube allerdings auch, dass aufgrund des Gewichts, das halt auf den Augen oder auf dem Gesicht lastet, dass jetzt auf lange Sicht, wenn man jetzt einen mehrstündigen Film gucken möchte, man tatsächlich mit dem Fernseher, glaube ich, besser bedient ist. Du hast die Meta Quest 2 sozusagen als Referenz, die ist ja schon ein bisschen älter. Ja. Wie würdest du sagen, dass man jetzt mit der Apple Vision Pro, dass man da neue, andere Dinge noch machen kann oder inwiefern die anders ist oder ist einfach was? Ich glaube, die Apple Vision Pro wäre eher eine Alltagsbrille, wenn man so will. Gerade weil man wesentlich mehr und wesentlich einfacher verschiedene Fenster platzieren kann, die Größe angenehmer verändern kann und vielleicht tatsächlich richtig gehend damit arbeiten kann. Und das andere geht wirklich eher halt als für die Unterhaltung primär. Also wir benutzen sie vor allen Dingen für die Unterhaltung. Dementsprechend kann ich mir bei dem Gerät das eher vorstellen, damit auch wirklich ein bisschen arbeiten zu können. Also dieses Versprechen oder dieser Begriff der räumliche Computer, das trifft es dann aus deiner Sicht ganz gut? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. Müsste man im Alltag mal ausprobieren, aber ansonsten für den kurzen Moment wirkt es auch sehr angenehm, ja.
Ich hatte hier jetzt so den Eindruck, vor allen Dingen in diesem, ich nenne es jetzt mal Bildschirmhintergrundmodus mit der maximalen Ausprägung, dass man dann da wirklich im Geschehen sitzt. Also und dieses Gefühl hatte ich bisher nur jetzt bei der Brille. Ja. Ich glaube, also das Filme gucken ist für mich sehr, sehr beeindruckend gewesen und ich glaube, das bringt das alles auch gerade zu Hause, Filme gucken, auf eine neue Dimension, ein neues Erlebnis. Wie genau man damit arbeiten kann im Alltag, kann ich jetzt noch nicht nachvollziehen, aber es hat bestimmt viele Funktionen, die ich jetzt noch nicht kenne. Und könntest du dir auch vorstellen, selber das zum Arbeiten zu benutzen, also quasi statt Monitor? Nein. Nein. Eindeutig nein. Also ich, dafür sehe ich eben den Vorteil nicht. Ich habe einen großen Monitor, ich habe einen kleinen MacBook- und Notebook-Monitor vor mir. Die kann ich einfach individueller positionieren und muss nicht so ein schweres Ding auf dem Kopf tragen. Also was wäre der Vorteil? Ja, die Arbeitsfläche wäre noch größer, aber ich glaube, brauche ich gerade gar nicht. Ich bin noch neugierig darauf, wie die Möglichkeiten sind, diese Brille zu nutzen, um zum Beispiel Bedienungsanleitungen oder Tipps und solche Sachen zu ermöglichen, weil diese Brille dir ja zum Beispiel Pfeile einblenden kann, ja. Wo dahin sollst du schrauben, dahin sollst du packen oder was weiß ich. Jetzt so der erste Eindruck, Augensteuerung funktioniert gut, also war schnell eingerichtet. Also ich glaube, wir haben da irgendwie 2 Minuten oder so für die ganze Prozedur gebraucht. Was natürlich das Ding an der Brille ist, ist die Bildqualität. Ne? Also da gibt es ja dieses Dinosaurier-Video, das ist schon wirklich extrem detailreich. Und man sieht zwar, dass das eine Animation ist, dass das, klar, Dinosaurier, ne? Kann ja auch kein echter Dino sein. Und ansonsten auch das Hintergrundbild, was wir auch ausprobiert haben, das ist wirklich sehr detailreich. Ne? Das macht schon Spaß, da reinzugucken. Ich habe eigentlich nur 2 Sachen, wo ich jetzt sagen würde, und das ist halt einmal der Preis, das ist halt wirklich teuer, das Ding. Mhm. Und das andere ist halt, die Brille ist immer noch ganz schön schwer. Also dieser Akku, den man da so am Kabel in der Hosentasche trägt, das ist erstmal eine ganz nette Idee. Ich hätte mir ihn aber fast lieber hier gewünscht, also ein bisschen als Ausgleichsgewicht, weil so habe ich halt eine schwere Brille, die hier immer so ein bisschen auf die Stirn raufdrückt. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man einen ganzen Film damit guckt. Also jetzt so für 10 Minuten, Viertelstunde, wunderbar, kein Problem. Aber sie ist halt, ja, ist halt ein Gewicht an der Brille, ne? Ja, jetzt haben wir also den Schnelltest gemacht mit einer ganzen Menge von Leuten, die die Brille hier aufgesetzt haben. Was wir jetzt nicht ausprobiert haben, also wer dann tatsächlich die Brille kauft, der sollte unbedingt auch hier dieses zweite Dual-Loop-Band ausprobieren, weil das gab es ursprünglich als Zubehör und jetzt ist es, meine ich, im Lieferumfang enthalten, das auch nochmal nicht die Halterung nur hinten am Kopf hat, sondern auch über dem Kopf so eine Art Bügel. Und sonst muss ich sagen, ich glaube, dass man diese Brille erst auch mal über längeren Zeitraum, einige Wochen, Monate benutzen muss, um wirklich die ganzen Möglichkeiten auszureizen, die Apps, die Filme und wirklich das meiste rauszuholen.